Vor kurzem fand die Bullet Chess Championship statt. Im Finale trafen Hikaru Nakamura und Alireza Firouzja aufeinander. Zwei absolute Legenden. Und direkt zu Beginn der Paarung kam es zu folgenden Szenen, als Hikaru Nakamura völlig die Fassung verlor. Aber sie selbst. Ihr habt Hikaru Nakamura also gehört. Who the fuck do you think you are? Das hat er gerade in dieser Szene zu Alireza Firouzja gesagt. Und ich werde euch in diesem Video genauer erklären, wie es dazu kam. Und das Ganze werde ich während dieser Partie machen. Denn nach dieser Partie ereignete sich die Szene. Wir haben E3 von Alireza Firouzja, E5 und D4. Eine sehr, sehr seltene Eröffnung. Man muss dazu sagen, das Ganze ist natürlich Bullet. Eine Minute plus 0 Sekunden. Die Partie allerdings trotzdem unfassbar gut. Also Alireza spielte hier mit 91% Genauigkeit und Hikaru mit 88%. Total gute Partie. Also obwohl das so ein kurzes Zeitformat ist, sehr lehrreich. Im Springer C6, schlägt, schlägt und Springer F3. Und hier sollte Schwarz wahrscheinlich einfach den Springer tauschen, den anderen Springer entwickeln und nach so Zügen wie D5 und Läufer G4 sollte Schwarz auf jeden Fall nicht schlechter stehen. Stattdessen haben wir allerdings Springer G6. Kleine Ungenauigkeit, in lange Zeitpartie wird das natürlich nicht passieren, aber soweit trotzdem die Partie im Gleichgewicht. Ja, was ist also passiert? Hikaru Nakamura hat sich für dieses Finale qualifiziert, indem er alles gewonnen hat. Alireza Firouzja dagegen musste sich durchs Verliererfinale qualifizieren. Denn das ist das System von diesem Bullet-Event. Wenn man verloren hat, kommt man in die Verlierergruppe und auch dort, von dort kann man sich dann nochmal fürs große Finale qualifizieren. Allerdings muss Alireza jetzt in diesem Finale zwei Matches gewinnen, um das ganze Event zu gewinnen, während Hikaru nur ein Match gewinnen müsste. Das ist also quasi das Handicap. Alireza Firouzja hat gerade das Verliererfinale gewonnen und hat sich damit eben jetzt für dieses Match qualifiziert. Problem an der ganzen Sache war nur, dass durch einen Bug das ganze Match davor sich verzögert hatte. Alireza Firouzja hatte also nur weniger Zeit, sich vorzubereiten und zu entspannen. Das ist die Ausgangslage. Gut, schauen wir uns die nächsten Züge an. Wir haben H4 von Weiß, droht jetzt den Springer mit H5 direkt wieder wegzukicken. Das Ganze verhindert Schwarz. Läufer D3, befragt jetzt den Springer. D5 und jetzt schlägt Weiß raus. Und wir sehen, Schwarz hat den komischen Doppelbauern. Dafür hat Schwarz im Zentrum den Bauern stehen. Weiß sollte insgesamt trotzdem leicht besser stehen. Wir haben C4, hebelt im Zentrum direkt an, schlägt. Dame H4 Schach. C6 und Dame schlägt C4. Und jetzt sollte Weiß schon angenehmer stehen. Die Dame und Springer sind entwickelt. Der Bauer hier ist schwach. Aber Hikaru findet eine sehr, sehr gute Art, sich weiterzuentwickeln. Er spielt Springer F6, Springer C3 und Dame E7. Sieht komisch aus. Allerdings bereitet es Läufer E6 vor, der dann endlich diese Dame von hier vertreibt. Und dann könnte Schwarz sogar lang rochieren und hat vielleicht sogar gute Chancen auf Gegenspiel. Deswegen spielt Weiß hier Springer G5. Sehr, sehr schöner Zug. Verhindert Läufer E6 und nutzt aus, dass dieser Springer von keinem schwarzen Bauern mehr angegriffen werden kann. Das nennt man einen Vorposten. Dieser Springer kann eben von keinem Bauern mehr von der H- oder der F-Linie angegriffen werden und ist deswegen hier extrem stark platziert. Springer A7, weil Schwarz will ihn vertreiben. Und hier wäre vielleicht es genauer, erst zu schlagen und danach E4 zu spielen, weil jetzt der Turm auf H7 doch sehr schlecht platziert ist. Aber Firouzja spielt direkt E4. Und das erlaubt Schwarz jetzt etwas hier zu schlagen und Läufer E6 trotzdem zu spielen. Damen sind beide bedroht. Es zeichnet sich also ein Damentausch ab. Ja, zurück zur Geschichte. Wir haben also gehört, Alireza Firouzja hat wenig Zeit gehabt nach dem Gewinnen des Verliererfinales. Also bat er die Organisatoren darum, ob er nicht 20 Minuten später starten kann gegen Hikaru, damit er noch Zeit hat, sich auszuruhen. Er sagte scheinbar, er ist müde, das war gar sehr anstrengend, dieses Match, könnte er nicht 20 Minuten kriegen, um sich auszuruhen. Und Despocom sagte, von mir aus ist in Ordnung, und das ist nicht ganz klar, aber scheinbar sagte auch Hikaru zunächst, ja, ist in Ordnung, können wir so machen. Gut, das ist jetzt eben, wie es weiterging. Jetzt haben wir also dieses Match, das etwas später startete. Und jetzt sind wir hier relativ früh. Es steht gerade 4 zu 4. Das Match ist also gerade angefangen.
Also, es war recht ausgeglichen lange und jetzt sind wir eben in diesen Partien hier. Wir haben hier jetzt einen Damentausch, Läufertausch und Turm D1. Und jetzt haben wir diese Stellung hier, in der Schwarz einen Läufer hat, Weiß hat dafür einen Springer. Und Weiß sollte leicht besser stehen, eben wegen dieser Doppelbauern, die im Endspiel etwas schwach sind. Denn Weiß hat hier diesen Freibauern auf E4. Wir haben Turm D8, F3, deckt jetzt hier diesen Bauern. König E7, König F2, Türme sind verbunden von beiden Seiten. Und B5, Schwarz expandiert jetzt die Bauern am Damenflügel, denn dort hat Schwarz drei Bauern und Weiß nur zwei. Also ist das Ziel von Schwarz, sich hier einen Freibauer zu bilden, um dann vielleicht etwas Gegenspiel zu haben. Wir haben A3 und A5. Und hier kleine Ungenauigkeit. Hier sollte Weiß wahrscheinlich erst König E3 spielen, den König weiter zentralisieren und danach versuchen, hier die Türme zu tauschen auf der D-Linie. Stattdessen allerdings spielt für Rouge direkt den Turmtausch. Turm D1, der König sollte eben lieber schon hier stehen. Und der nächste Fehler von Nakamura, hier sollte er die Türme tauschen und in dieses Endspiel gehen. Das Ganze sollte schwierig sein für Schwarz, denn Weiß hat den Springer, der sehr, sehr gut diese Schwäche hier angreifen kann, wenn der Springer irgendwie nach F4 kommt. Dafür allerdings sind die weißen Bauern gerade zumindest noch auf einem weißen Feld festgelegt und Schwarz könnte vielleicht mit seinem Läufer diese Bauern angreifen. Also, obwohl Weiß hier besser steht, sollte das objektiv unentschieden sein. Stattdessen haben wir allerdings Turm B8 und jetzt wird das Ganze schon etwas schwieriger werden. So, jetzt haben wir also die Ausgangslage. Das Match ging später los. Die ersten Partien allerdings lief alles in Ordnung. Firuja gewann einige Partien und Hikaru gewann einige Partien. Doch dann geschah plötzlich etwas Unerwartetes. Und zwar Alireza fing an, sehr viele Partien in Folge zu gewinnen. Und zwar gewann er 5 Partien am Stück. Das ist jetzt die 6. Partie. Also er fang an, jede Partie zu gewinnen und die Karo wurde sichtlich immer getilteter. Das hatte man on-stream gesehen, er streamte live und er wurde immer genervter und beschwerte sich auch dort schon leicht über diese ganze Verzögerung und so weiter, bis es dann nach dieser Partie ja, zum völligen Ausbruch kam. Aber dazu gleich mehr. In dieser Stellung hier spielt Weiß König 3, jetzt bringt er den König ran. Wir haben B4. Schlägt, schlägt und Springer E2. Und hier, sehr wichtige Entscheidung von Schwarz. Für jeden von euch zu Hause auch, könnt ihr überlegen, was würdet ihr hier tun? Würdet ihr diesen Springer schlagen oder nicht? Ja, die Antwort ist, es ist ganz, ganz wichtig, hier diesen Springer rauszuschlagen. Denn wenn dieser Springer mal auf F4 landet und von dort Druck auf diesen Bauern macht, ist dieser Springer dem Läufer völlig überlegen. Dieser Läufer hier ist dann total nutzlos. Deswegen ganz wichtig zu schlagen, denn Turm im Spiel sind in der Regel eher leichter Remis zu halten als Leichtfiguren-Endspiele. Wir haben C5, ist ja auch sehr guter Zug, also wie gesagt, hohes Niveau diese Partie. Turm D5 und C4. Jetzt macht sich Schwarz hier gleich einen Freibauern und hofft dann damit, selbst wenn diese beiden Bauern gegen diesen einen Bauern abgetauscht werden, hofft Schwarz natürlich mit diesen drei Bauern hier gegen diese vier hier unentschieden halten zu können. Wir haben König D2, Turm A8 und jetzt sehen wir eben genau das. Die Bauern tauschen sich ab. Aber Schwarz wird wahrscheinlich sogar noch einen Bauern kriegen. Und damit sollte die Partie jetzt objektiv unentschieden sein. Also Hikaru hat es geschafft, in diesem Endspiel sich rauszuretten, scheinbar. Und hat jetzt in ein relativ ausgeglichenes Turmendspiel abgewickelt. Wir haben Turm B4, G5, jetzt schafft es Schwarz sogar noch den Doppelbauer aufzulösen. A4 verhindert jetzt, dass der andere Bauer läuft. Vielleicht ist das aber nicht 100% präzise. Der einfache Weg wäre wahrscheinlich einfach hier zu schlagen und sich diesen Bauern hier zu holen. Und dieses 2 gegen 2 Endspiel sollte locker Remis sein. Stattdessen H4, vielleicht etwas zu ambitioniert jetzt fast schon, will jetzt diesen Bauern hier gewinnen und den eigenen Freibauer machen. Wir haben König F4 und jetzt haben wir diesen Turmtausch. Jetzt allerdings hat, Schwarz hat jetzt zwar diesen Freibauern, dafür ist dieser Bauer hier noch übrig geblieben. Also das Ganze jetzt schon eine bessere Version für Alireza. Unnötig vielleicht für Hikaru, aber vielleicht wollte er auch versuchen, selber noch auf Sieg zu spielen hier. Wir haben H3, Turm B8, sehr wichtig, der Turm kommt jetzt von hinten hinter den Bauern. Ganz, ganz wichtige Lektion für euch, wenn euer Gegner einen Freibauern hat, wollt ihr immer euren Turm hinter den Bauern platzieren. Das gilt auch für eigene Freibauern. Auch dieser Turm wird natürlich liebend gerne hinter dem eigenen Bauern. Stattdessen ist er jetzt hier seitlich, was nicht unbedingt der beste Ort ist, um den Bauern zu decken von der Seite. Turm 8, einziger Zug und König E6. Wir haben König E3 und Turm A2. Ja, jetzt haben wir dieses Endspiel. Schwer zu verteidigen, sollte objektiv Remis sein, aber nicht leicht.
Jetzt nehme ich allerdings schon gleich vorweg, was gleich passieren wird, denn Weiß wird diese Partie gewinnen und danach kam es eben zu dieser Szene, die ihr gerade gesehen habt. Was ist in dieser Szene überhaupt passiert? Hikaru nach diesem Duell weigerte sich erstmal fortzufahren und telefonierte mit Chess.com. Das war, glaube ich, Danny Ranch, also der Verantwortliche für solche Turniere. Und er sagte zu ihm, dass das nicht geht. Alireza hat, er sagt, er braucht hier 20 Minuten Zeit, dass er angeblich müde ist, was ja völlig absurd ist, wenn man sieht, wie er hier spielt. Und dass er sich jetzt beschwert und so nicht weiterspielen möchte. Alireza hört zunächst zu und, das weiß, wie ihr ja auch im Clip gesehen habt, weiß nicht so recht, was er von dem Ganzen halten soll. Und sagt dann ja so eine Entschuldigung so ungefähr, ja, es war ein Bug, ich kann auch nichts dafür. Und dann eben ist der Moment gekommen, an dem es Hikaru reicht. Und er sagt zu Alireza, ja, who the fuck do you think you are? Das Ganze ist natürlich eine harte Beleidigung, also schon ziemlich doll. Könnt ihr mir jetzt auch schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Im Endeffekt ging die Partie dann trotzdem, das Match trotzdem normal weiter und tatsächlich gelang es Alireza Firouzja, 2 Matches zu gewinnen und damit sich zum neuen Bullet Chess Champion zu küren. Nicht ganz skandalfrei wieder mal, wird auch gespannt sein, was passiert, wenn die beiden sich das nächste Mal in Person am Brett gegenüber sitzen. Ob das vielleicht jetzt nur eine kurze Ausschreitung in der Hitze des Gefechts war oder ob das jetzt eine langanhaltende Rivalität sein wird. Schauen wir uns die Partie erstmal weiter an. Wir haben jetzt hier F4, denn wie Alireza das jetzt verwertet, ist sehr, sehr schön. Wir haben Turm G2, König F3, Turm geht wieder weg und König G3. Jetzt droht Weiß hier den Bauern zu gewinnen. Turm E2, einziger Zug, sehr wichtig. Wenn Weiß diesen Bauern schlägt, schlägt Schwarz diesen und das Ganze sollte objektiv Remis sein. So kommt es auch. Aber nach König G4 ist die Lage immer noch schwierig. Und hier wäre absolut notwendig, Turm E1 zu spielen. Und der Punkt ist, wenn Weiß jetzt diesen Bauern hier angreift, dann kann man Schwarz ihn relativ gut decken mit dem König und kann es von hinten einfach den gegnerischen König nerven und Weiß hat keine Möglichkeit, irgendwie diesen Bauern hier zu gewinnen, ohne seine eigenen Bauern zu verlieren. Das sollte unentschieden sein. Stattdessen haben wir hier G6. Und das ist jetzt ein Riesenproblem, denn Alireza findet den einzigen Gewinnzug. Den könnt ihr euch zu Hause jetzt gerne wieder raussuchen. G6, warum verliert dieser Zug? Ja, und der Zug ist Turm H7. Und die Idee ist natürlich, den Bauern jetzt von hinten anzugreifen. Denn, wahrscheinlich dachte sich Hikaru, na gut, wenn er ihn von der Seite angreift, dann decke ich ihn halt. Und die ganze ist Remis. Aber nach Turm H7 hat der König keine Möglichkeit, sich seine eigenen Bauern zu decken. Und im nächsten Zug kommt Turm G7 und Schwarz kann den Bauern nicht decken. Auch der Turm kommt nicht rechtzeitig ran, denn der eigene König ist im Weg. Die einzige Möglichkeit wäre so etwas, um den Turm hier hinzustellen. Aber das Ganze verliert auch. Jetzt kommt Turm H6 und danach F5. Ja, und dieses Endspiel hier ist völlig verloren. Denn jetzt läuft der Bauer einfach durch. Dementsprechend auch das geht also nicht. Stattdessen versucht Hikaru hier es mit Turm E1, versucht jetzt hier sein Glück in Schach, in Schachs von hinten zu finden. Wir haben Turm G7, Turm G1 Schach und hier wieder einziger Zug, der gewinnt. Der König kann auf diese 3 Felder gehen, nur eins davon gewinnt und das ist F3. Warum ist das so? Wenn der weiße König FH3 zum Beispiel geht, dann kann Schwarz König F5 spielen, greift es den Bauern an und nach Turm F7 kann der König nach E4 gehen. Und jetzt kann der König bei den Bauern bleiben. Wenn Weiß also jetzt diesen Bauern irgendwann schlagen möchte, wird Schwarz zurückschlagen. Nach König F3 allerdings, wenn jetzt König E5 kommen würde, dann scheitert das Ganze. Denn nach Turm F7 kann der schwarze König nicht weiter nach vorne. Er muss zurück und jetzt würde Schwarz diesen Bauern einfach verlieren und damit die Partie. Hikaru versucht es weiter mit Schachs. Aber jetzt kommt eben dieses Zickzack-Manöver, auch das sehr, sehr schön von Alireza. Der Turm muss weg und jetzt schlägt Weiß einfach den Turmbauern mit Schach. Danach Turm F6 mit Schach, König läuft weg und G6. Und jetzt hat Weiß natürlich eine völlig gewonnene Stellung, aber es ist Bullet-Schach und wir sehen auch links die Zeit. Firouzja hat nur noch 12 Sekunden, während Hikaru 22 hat. Also was normalerweise jetzt in so einer Bullet-Partie passieren würde, dass Hikaru bis zum Ende das ausspielt und hofft, dass die Zeit von Firouzja fällt, bevor er gewinnt. Doch stattdessen haben wir nach einigen Zügen hier eine Aufgabe. Nakamura gibt einfach auf und das ist im Bullet extrem untypisch und das zeugt auch von diesem Tilt, den er hat. Denn wie gesagt, nach der Partie gab es doch diesen kleinen Eklat. Ja, Aufgabe hier an der Stelle, 6. Sieg für Firouzja in Folge. Danach kam es eben zu dieser
zu diesem ja, Auseinandersetzung, who the fuck do you think you are, sagte er zu Firuja. Die Antwort ist, er ist der neue Bullet Chess Championship Gewinner dieses Jahres. Die einzigen beiden Personen, die übrigens diesen Titel jemals gewonnen haben, sind Hikaru und Alireza Firuja. Also das ist auf jeden Fall die beiden Bullet-Legenden. Ja, schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Auseinandersetzung haltet. Findet ihr die Reaktion von Nakamura angemessen, übertrieben? Ja, lasst es mich wissen. Auch übrigens, wir sind jetzt auf Instagram vertreten. Schachmatt.tv gibt es jetzt auf Instagram. Findet ihr ganz einfach, wenn ihr dort unterwegs seid. Sucht uns gerne, folgt uns dort auch. Würde uns riesig freuen und unterstützen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.